Die Bremer Polizei beschlagnahmt ein geklautes Fahrrad. Ein seltener Erfolg, denn Fahrradklau bleibt für die Täter meistens ohne Folgen. Doch diesmal hat der Dieb sein Opfer unterschätzt. Aber der Reihe nach. Zu Fuß legt Johnny Camper seit einer Woche die meisten seiner Wege zurück, gezwungenermaßen. Denn dieses 1500 Euro teure Fahrrad wurde ihm Anfang Mai geklaut. Hier am Hauptbahnhof. Da half auch kein Schloss. Doch der Findorfer will sein Rad nicht einfach aufgeben. Tagelang durchsucht er Kleinanzeigenbörsen im Netz. Und tatsächlich, am Wochenende wird er fündig. Ich habe das auf einmal dort gesehen und rangezoomt. Und das waren die gleichen verbauten Teile. Das war mein Fahrrad. Und ich habe dann direkt eine Nachricht geschrieben, ob ich das mal probefahren kann. Doch bevor es zur Probefahrt in Woltmarshausen kommt, schaltet der Bestohlene die Polizei ein. Die macht ihm zunächst wenig Hoffnung. Die haben zuerst gesagt, boah, heute sieht schlecht aus. Sonntag ist viel los, vollkommen überlastet. Und sie würden jetzt trotzdem einmal anfragen, ob irgendwer dafür Zeit hat. Dabei wäre es eine gute Gelegenheit für die Polizei, etwas für ihre Aufklärungsquote zu tun. Genau 5.919 Fahrraddiebstähle wurden in Bremen vergangenes Jahr aktenkundig, Tendenz steigend. Die Aufklärungsquote liegt bei gerade einmal 5%, in guten Jahren. Schwierig ist es, weil der Fahrraddiebstahl ist ein kontaktarmes Delikt. Das heißt, die Tat passiert und wird erst im Nachgang angezeigt oder festgestellt, sodass wir gar keine Täterhinweise haben. Wir sind dabei, als Johnny Camper dann doch noch einen Rückruf der Polizei bekommt. Man habe nun das notwendige Personal aufgetrieben und wolle den mutmaßlichen Dieb jetzt hochgehen lassen. Ich bin voll aufgeregt. Es kommen auch immer wieder so kleine Gewissensbisse dabei, weil ich nicht ganz, also immer diese kleinen Zweifel mit da drin. Ist das jetzt mein Rad? Dann gucke ich wieder auf die Bilder. Ja, das ist mein Rad. All das und ich bin ziemlich nervös. Dem Übergabeort muss Johnny Camper fernbleiben. Wir nicht. Sind dabei, als gerade Verstärkung für zwei Zivilbeamte eintrifft. Sie sind bereits in der Wohnung des mutmaßlichen Fahrraddiebs. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind in Zivil zur Übergabe gefahren und haben dort an der Tür geklingelt und haben mit dem vermeintlichen Dieb dort das Gespräch, das Verkaufsgespräch eröffnet. Und es ist dann am Ende tatsächlich so gelaufen, er hat das Fahrrad den Kollegen angeboten und für ihn klickten dann kurzfristig die Handschellen. Eine halbe Stunde später verlässt die Polizei die Wohnung des mutmaßlichen Diebes mit einem Fahrrad. Ob es auch wirklich das gestohlene Rad von Johnny Camper ist, soll eine letzte Überprüfung auf der Wache zeigen. Ich bin gerade einfach nur unfassbar happy. Also ich bin richtig, richtig glücklich, dass das irgendwie geklappt hat. Vor allem, weil ich halt wirklich nicht mehr damit gerechnet habe, dass das noch irgendeinen Erfolg hat. Schon am nächsten Tag kann er sein Rad bei der Polizei abholen. Die Zeit der ausgedehnten Fußmärsche ist für Johnny Camper vorbei. Gegen den mutmaßlichen Dieb seines Fahrrads ermittelt nun die Staatsanwaltschaft.